Ab Montag macht die Schule dicht. Laut dem Beschluss der Landesregierung vom 14. März seien bis einschließlich 19. April alle Kindertageseinrichtungen und Horte sowie Einrichtungen der Tagespflege, öffentlichen und privaten Schulen, Berufsschulen sowie Internate zu schließen. Ungewöhnlich ruhig und leer fühlt sich es in diesen Tagen im Schulgebäude an, auch bei der Ecolea Internationalen Schule Schwerin. Doch Vorsicht, selbst jetzt ist das Schuleschwänzen gar nicht angesagt. Die Schüler sind nicht da. Wir haben zwar eine Notbetreuung, aber es hat sich keiner dafür angemeldet. Allerdings führen wir Unterricht weiter über It's Learning, also unsere digitale Lernplattform. Die Lehrer haben jetzt Pläne für die Woche eingeladen oder jetzt pro Schultag. Und die Schüler gehen drauf, holen sich ihre Aufgaben und laden die dann hoch, was sie so gemacht haben, bekommen dann Feedback von den Lehrern zurück. Hoffentlich wird es hier schon bald wieder so aussehen. Und bei fehlenden Freizeitaktivitäten kann zu Hause durchaus ein oder zwei Bücher mehr gelesen werden als sonst.